Might and Magic 5. Ich hoffe, der Anfang des Satzes ist mit drin. Bin mir nämlich nicht sicher. Denn ich weiß es nicht. Denn es könnte ja sein, dass er nicht drin ist. Denn das wäre dann nicht so gut. Nein, das wäre eigentlich völlig egal. Wäre total unwichtig, so überflüssig wie diese Feuerfallen da, als ob jemand so blöd wäre, da rein zu sein. Mach ich Fluch der Unterwelt oder irgendwas Effektiveres? Na, Fluch der Unterwelt. Bleiben wir dabei. Boom. Oh, ich merke gerade, das greift meine Hydra auch an. Ja, das ist effektiv. Sehr schön. Ah, das, was Effektiveres wäre gewesen, meine Einheiten zu wieder zu beleben. Warte. Mein Phönix ist tot. Ich habe nur noch diese Kerle da. Ich bin am Verlieren. What? Willst du mich verarschen? Das glaube ich nicht. Ich kann diesen Kampf doch... Was? Ich war doch total überlegen. Soll ich einen neuen Phönix machen? Ja, mache ich. Ich mache einen neuen Phönix. Wieso ist der gestorben? Der... Stimmt. Mann. Scheiße. Gegenwehr, ja. Da Gegenwehr, nein. Ha. Erledigt nur zwei, aber immerhin keine Gegenwehr. Boah, Junge. Ich hätte nicht erwartet, dass das so eng hier wird. Mann. Der hat noch solche Mengen hier. Das ist... Das ist doch scheiße. Ja, wenigstens macht mein Phönix ordentlichen Schaden. Also ohne den Phönix würde ich das jetzt nicht mehr schaffen. Würde ich das auf jeden Fall nicht schaffen. Wie viel Schaden hat er gekriegt? Hm, nicht so viel. Gegen wer? So, jetzt bitte Tote erwecken. 18 davon. So. Der soll da durch weiter rumfuchteln. Oh, das Ding kann auch mal zusammenbrechen. Meinst du nicht? Ah, 52 bis 77. Ja. Ja, ja, ja. Also durch den... Dank dem Phönix schaffe ich es auf jeden Fall noch. Und dank dem Wiederbeleben. Aber... war schon verdammt eng. Verdammt, verdammt eng. Mann, Mann, Mann. Ich habe kein Mana mehr. Ich wollte noch weiter wiederbeleben. Puh. Ja, mein Mana reicht noch für eine Zornesfaust. Einen Blitz für einen Blitz reicht auch noch. 14, 66. Zack. Hat ja hier so einen mechanischen Magieschutz. Klar, irgendwas. Er beschleunigt den, der bewegt sich doch eh nicht. Oh, jetzt war einmal doch, So ganz plötzlich will er sich auf einmal doch bewegen. Ich glaub's ja wohl nicht. So, ach, jetzt ist das Ding auch endlich mal down. So, die Hälfte darf er nochmal weg. Bah, nein, jetzt schlagt dich alle den. Hör auf mit der Magie. So, 6 bis 8 davon. Zack. Wie viel Leben hat er noch? 800, ja. Puh, Mann, war das knapp. Jetzt habe ich keine Einheiten mehr. Ich brauche Einheiten mit Untot, um neue Einheiten zu kriegen. Und ich kriege Einheiten nur dadurch, dass ich andere Einheiten töte. Auf Zauber. So. 19 Lichter habe ich noch. Krass. Krass, krass, krass. Krass. 2000 dunkle Energie würde das kosten. 1300, 800 und 9000 nochmal. Ey, das ist krank. Ich glaube, 7 davon kann ich mir leisten oder so. Ne, ich glaube, von den Upgraded nicht. Doch, tatsächlich. Dann. Yes, nächstes Artefakt. Ah, der Stab, der uns reizend.
Damit werde ich die pervertierten Magierstädte zu den wahren Methoden Aschas bekehren. Vielleicht klopfe ich damit sogar eine fröhliche Weise auf Cyrus Grab. Klingt nach einer fabelhaften Idee. Meister der Gedanken ermöglicht das wirkende Zauber für Langsam und Verwirrung auf alle gegnerischen Einheiten. Gleichzeitig verdoppelt aber die Wirkosten dieses Zaubers. Das klingt gut. Hier gibt's nichts Spannendes drin. Habe ich so gewusst. Ich kann. Oh! Hier ist viel mehr gebaut worden. Ja, aber ich darf die Einheit nicht kaufen. Beziehungsweise, es gibt hier keine mehr zum Kaufen. Ich könnte mal das Zeug kaufen. Ja, es gibt tatsächlich keinen Grund dagegen. So. Wow, jetzt habe ich einen ganzen Haufen Artefakte. Das Ding bringt Verteidigung Moral des Helden plus 1. Cool. Und ja, Moral plus 1 und ja, die Stiefel habe ich. Was für ein böses Ding haben wir da. Stab. Senkt die Initiative aller feindlichen Kreaturen um 20. In die generelle Entfernung. Ja, machen wir das. Okay. Schwert der Ma. Ne. Boah, das ist ein ganzer Haufen Artefakte. So, als nächstes würde ich mal vermuten, dass wir hier nach oben müssen. Hier irgendwie durch diese Dinger durch. Ja. Gefahr gesehen. Vielleicht sollte ich zuerst einmal zurück. Ne. Zurück sein. Ich lande mal hier runter. Und gucke, was es hier gibt. Ich werde mit ihr jetzt zu ihm rennen und ihm die Einheiten geben. Nein, warte zuerst, warte. Greifenhorst. Ne, doch. So, nein, warte. Die Einheiten müssen auch zu ihr in die Armee. Jetzt komm. Passen nicht. Schade. Ich würde gerne noch das und das Untot machen. Lohnt es sich, das und das Untot zu machen? Nee, ich leite direkt los. Ah, ich würde sagen, ich metzel den Kerl unterwegs nieder. Na, ich weiß nicht. Wie komme ich denn am schnellsten dahin? Ich weiß nicht. Gehen wir, fahren wir hier hin. Ah, durch den Fluss kommen wir schneller durch. Na, nächste Runde. Kümmern wir uns darum, wo wir lang fahren. Hier senden weitere Magier rum. Ah, schenke ich dir. Was soll das? So habe ich eine verbleibende Zeit. Zack. Oh, ich habe Einheiten getötet. Das kommt überraschend. Das hatte ich nicht erwartet. Du hast eh nichts drauf, Lappen. Wenn er schon unverteidigte Burgen angreift, was soll man denn dann noch von ihm erwarten? Oder von ihm halten? Oder von ihm denken? Ach, bitte, da lang. Und du nach unten. Ah, hier ist, hierhin bitte. Aber währenddessen gleich dann noch die Krypta an. So, du hast also jetzt ein Ziel hierhin. Toll, wie komme ich da hin? Indem wir nächste Runde machen, kommt man da hin. Oh, was ist das denn? Der Start war schon ein Bravourstück. Aber ich fürchte, er reicht nicht ganz. Was wäre wohl eine gelungene Zugabe? Eine Armee von 1000 Skeletten sollte reichen. Müssen das Skelette sein oder dürfen Skelettschützen sein?
Erweckt 1000 Skelette. Verflucht die Städte der Magier. Verfluchen? Ich fluche die Stadt. 1000 Skelette. Oh, wir nähern uns dem Ding. Okay, Moment, 26 Skelette. Ich bin dem Ziel sehr nah. Warum endet der Part jedes Mal im Kampf? Sehr.